Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge konnten wir die Trinity-Soldaten in der Akropolis, soweit es geht, zurückschlagen. Ein paar scheint es aber dann doch noch zu geben. Diese versuchen wir jetzt mal zu erwischen. Es wird noch fleißig geschossen. Sehr fleißig. Und irgendwo ist hier ein Staubsauger unterwegs. Da bin ich mir ganz sicher. Und da ist er auch schon explodiert. Hey! Noch jemand? Alle guten Dinge sind drei. Ja, natürlich. Aber wir haben jetzt eine Pumpgun, mein Lieber. Wobei, brauchen wir gar nicht für dich. Ne? Bam. Das geht nämlich auch ohne Pumpgun hier. Voll, 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 voll. Oh. Was habt ihr vor? Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Nein, geht wir ihr nicht. Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Keine Flasche irgendwo? Nein, der Atlas könnte da unten sein. Er hat recht. Das ist zu riskant, aber sie wird nicht kampflos aufgeben. Okay, machen wir diese Luke auf. Wir gehen rein, wenn die Verstärkung da ist. Nein, 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 nein. Hehehe. Den einen habe ich nicht getroffen. Nein, es versteckt dich doch nicht. Hier links ist noch irgendwo einer. Versucht es nur. Na los! So, wo sind sie? Huch! Oh. Feind entdeckt! Ihr seid der Feind! Ah, blöder Pumpgun-Typ. Na, so? So, Mr. Pumpgun. Eine helfende Hand, okay. Wieder eine Errungenschaft? Jacob, sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Ja, finde ich aber auch. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen.
Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Er wird uns helfen. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Monster. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Und das dann Untote? Unsterblich ist nicht gleich was Gutes, ne? Ich glaube, Unsterblichkeit bringt auch viel Leid. Finden Sie einen sicheren Weg zurück zum verbliebenen Dorf. Jupp. Oh. Okay, nochmal eben schwimmen gehen. Hier habe ich wieder einiges vergessen. Und dort habe ich auch was vergessen. Okay. Naja. Weiter geht's. Jetzt bin ich doch wieder recht weit in der Story, glaube ich. Hierzu brauchen wir dann noch eine Ausrüstung, die wir noch nicht haben. Hakenaxt. Drücken Sie in der Luft Viereck, um die Hakenaxt einzusetzen. Ach so. Warum sagte der mir bei dem Grab, dass ich noch, dass die Ausrüstung mir fehlt? Okay, cool. Hier liegt aber nichts. Oh mein Gott, eine Kante greifen. Werfen Sie Ihre Hakenaxt im Sprung, um weit entfernte Kanten zu erreichen. Aber wenn das mal nicht schief geht. Ach was. Okay, cool. Ich bin begeistert. Wird immer besser. So, hier lang. Es wird dunkel. Nicht schlecht. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Natürlich. Ich weiß. Aber mir bleibt keine Wahl. Schleichen oder kämpfen Sie sich durch das besetzte Dorf? Gewehr freigeschaltet. Und Fähigkeitspunkt. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich mach mal Adrenalin. Ich
bin mir wirklich nicht sicher, ob die Quelle wirklich etwas Gutes ist. Ich glaube nämlich nicht. Griff mit Schlaufe. Die maßgefertigte Griffumwicklung erlaubt annähernd sofortiges Aufstemmen von Türen oder Truhen. Ui. Keine langen Wartezeiten mehr. Errungenschaft freigeschaltet. Waffenschmiede. Schön. Okay, dann schauen wir mal. Besetztes Dorf. Also, die lauern hier natürlich überall auf uns. Und wir müssen hier runter. Wo komme ich denn zum Dokument? Wo liegt es? Dort. Komme ich hier hin? Bitte. Da hoch. Ja. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Ja, mit Veganern hat es im Wald leider nicht so. Also, ich habe nichts gegen Veganer, ich habe auch nichts gegen Vegetarier. Alles cool. Aber früher, ich glaube, gab es nicht so viele Veganer. Der Wald hat einfach Fleisch geboten. Und natürlich sollte man immer respektablen Umgang mit den Tieren suchen. Was hat er mir gerade angezeigt? Kann ich hier runterrutschen? Möchte ich aber noch nicht. Ah, jetzt kommen wir auch hier durch. Moment, Explosion. Ja. Einfach selber weg explodieren. Ja, das Wichtigste bei der Nahrung ist einfach, man sollte sich immer im Klaren sein, was man tut. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht, obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen. Selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Okay. Jacob? Na gut, wir wissen ja jetzt, dass der Herr schon was älter ist. Hier hoch. Na gut. Da oben liegt aber nichts Wichtiges, ne? Nur eine kleine Lampe. Karte aktualisiert. Ah, hier. So viele Dokumente. Hier werden die garantiert lauern. Ja. Ich gehe nochmal zurück. Oh. Moment. Der gehört zu uns. Sie leben. Gut. Du auch. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Ja. Wir haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen... Seien Sie vorsichtig. Bin ich. Hallo,
Hallo. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Das werde ich auch. Da wollen wir mal da lang. Aber du bist nicht nett. Oh, ich würde die so gerne ins Wasser ziehen. Ja! Ja, sehr gut. Sehr gut, das wollte ich. Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Ah, wird aber jemand Spaß haben. Wie erledigen wir sie am besten? Ich hatte gehofft, die ziehen Streichhölzer für den Job. Was heißt, wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gewirkt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Ich will auch eine Granate werfen. Na gut, dann so. Nein. So. Wollte eigentlich den Kanister hier treffen. Das hat dann nicht so gut geklappt. Das andere aber dafür schon. Oh, ich hätte ich dann schon mal. Dann geht's für uns weiter. Wofür ist denn diese Seilbefestigung? Ah, hier könnte man auch unten drunter laufen. Okay. Okay. Bevor ich jetzt aber hier weiter durchgehe, mache ich hier einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Dorf durchqueren. Alles klar. Dann tschüss.